Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ni no Kuni Remastered hier auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge haben wir mitgekriegt, dass, naja, in den drei Königreichen so ein bisschen aufgrund dem Fluch der Weißen Königin, sage ich jetzt mal, ein erhöhtes Chaos herrscht und ja, von der letzten Folge bis zu der jetzigen sind bei mir jetzt 3 Wochen ins Land gegangen. Ich habe nicht wirklich aufgenommen. Dementsprechend weiß ich gerade nicht mehr, was wir sonst noch hier machen sollten, außer natürlich versuchen dann den großen schwarzen, sagen wir mal, Obelisken zu zerstören oder zu reinigen. Das machen wir natürlich noch. Und ich bin halt natürlich dadurch auch noch nicht dazu gekommen, weil wir jetzt hier diese Hauptmission, sag ich mal, machen müssen. Für Lorenzo die ganzen Fangquests zu machen, damit wir hier die Viecher noch entwickeln. Ich hätte natürlich auch mal gucken können, was wir wahrscheinlich brauchen würden, aber ist das mir vollkommen egal. Ein kleines Level-Up nochmal gemacht. Look, it's a crystal. Yeah, we have to smash it. Ah, looks like he's got other ideas. Poor King Tom. We'll have to give him a right royal battering. In Katerstimmung vor allem. König Tom. Ach, ich kann ja gar nicht klauen. Okay. Mal gucken, mal, ob Morgenstern was bringt. So richtig wehren tut er sich auch erstmal nicht. Vielleicht von hinten nochmal ein bisschen ein Poppes hauen. Na, König. Aber okay, also kann auf jeden Fall an sich zubeißen. Kralle bringt ihm nicht viel bei mir. Oh, der tritt sogar noch hinten aus. Ha, ich hab mich mal komplett geheilt, so wie es sein sollte. Au, das Ding haut ja doch ganz schön rein. Also bisher muss ich sagen, naja. Die Gefahren hier nicht so groß, wie ich sie dachte. Und zack, komm. Oh, was macht er jetzt? What the fuck? Okay. Ach Mist, der steht ja auf. Du weißt, was das bedeutet, Olli. Du musst ordentlich zulangen, bevor er seine Krallen zeigt und ihm aus dem Konzept bringt. Ja, du, das würde ich gerne machen. Problem ist aber, wir haben hier jetzt nicht gerade so wirklich... Ich probiere mal Abendstern. Ich will mal wissen... Ach, das Ding hält sogar richtig auf, die Zeit. Okay. Morgenstern nicht, aber Abendstern schon. Okay. Kranke, kranke. Na gut, wir hätten wahrscheinlich mit allen mal verteidigen sollen, wa? Heilende Hand auf Magazin. Hat er auf sich selbst gemacht, was war das? Au, oh, dann nicht um mich, Mensch. So, Vollblase, jetzt gibt's aber was auf die Nuss. Oh, auch nicht.
So, richtig drauf hier. Entdeckung. Oh nein, mein Casino ist futsch. Machen wir erstmal einen Klingenwirbel und dann beleben wir ihn wieder. Das kann ja auch nie, glaube ich, jetzt schon, ne? Das wiederbeleben. So, muss ich mal gucken, wo haben wir es denn? Ich dachte, der könnte das schon. Nicht gelernt das letzte Mal? Anscheinend nicht. Okay. Da, 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 da. Hat noch geklappt mit dem Verteidigen. Aber übrigens Niga nicht wirklich geheilt. So, entgiften müssten wir mal. Mann, so komme ich da nicht hinterher. Hey, das wollte ich gerade aufsammeln. Frage ich mich aber trotzdem, wie ich das Ding vernünftig dann umschmeißen muss bei dem Mist, ey. Barriere, was bringt mir das? Da. So, Wichtel, komm schon. Scheiße, hab ich mir ertappt. Angriff, Angriff, los, komm jetzt. Muss noch mal klappen. Oh ja, die nehme ich, die nehme ich, die nehme ich, die nehme ich. Meine. Dass er natürlich Magazin nicht gleich wieder killt, natürlich nicht. So, warum hat das jetzt nicht geklappt? Oh, nicht schon wieder Barriere. What the fuck? Achso, der. Das hab ich. Ja, ich hätte von den Mund nicht so voll nehmen sollen, wa? Scheiße, ja, mein Kassi, Mensch. Ich
hasse es. Oh ja. Nehme ich. Wenn ich halt nur wüsste, wie ich den richtig kontere. Naja. Oh, die Prügelfurte, da hat's geklappt. Nein, deswegen hast du kein Dings mehr? Okay. Yay, wir haben Tom besiegt. Oh. Yay. Ah, sehr schön. Right there. Okay, here goes. Sanctify. Ey, er ist wieder normal. Was hat Miau getan? Euer Miau-Ästhet, ihr seid es wirklich. Dem Himmel sei Dank. Ihr hattet euch kurzfristig etwas monströs verhalten. Na gut, eigentlich wart ihr in ein absolutes Riesenmonster, habt ihr euch verwandelt. Ja, ich kann mich gar nichts an gar nichts erinnern. Alles ist wieder gut, Herr Kater. Herr Kater, sei nicht so frech, Mann. Der Typ hier ist ein echter König. Na, solche Trivialitäten kümmern uns derzeit nicht, Fee. Wir sorgen uns vielmehr um unsere Gedächtnisverlust. Keine Sorge, sie sind wieder in Ordnung, euer Miau-Ästhet. Pia hat sie gerettet und alle Leute in der Stadt auch. Stimmt so. Dann müssen wir uns aufrappeln und unser Königreich wieder auf die Mann bringen. Schick, das überlassen wir dann deinen fähigen, Pfoten-Miau-Ästhet. Olli, zurück auf den eisernen Drachen. Ah, okay. Das heißt, wir machen jetzt wirklich so stückweise hier mal da. The mana was fed by the energy that flowed from the black crystals. They formed the cornerstones of the forbidden spell. I'm sure they did, but now they have been destroyed. Surely a mere human could not have carried out such a deed. Could he really be the one? Your Radiance, what do you intend to do about this? Fear not. The mana is but a foretaste of what is yet to come. This trifling victory only delays the inevitable. Indeed. The more mankind struggles, the more surely its fate is sealed. Yes, they cling to a frail, fleeting hope. But it is soon to be torn from them. To see mere mortals raise arms against your Radiance. An amusing spectacle. We look forward to it. Now, Gallus, are we to understand that you have had contact with the boy? I have. I wished to gauge his power. Gauge his power? And you expect us to believe this? Can it be? First Shaddaa, and now you. You doubt the word of a fellow counselor? What nonsense! Enough! Your Radiance. Enough, I say. Yes, Radiance. May I, Your Radiance? Könnte was bringen, wenn die sich streiten. Das war unglaublich, Pia. Deine Magie hatte also wirklich die Macht, das Mana zu neutralisieren, was? Jawohl, wir haben die Asche beseitigt. Du hast ganz schön mächtige Magie, Kleine. Du bist vielleicht sogar besser mit diesem Zauberkram als Olli hier. Olli war es auch sehr gut. Hier, eine Blume, als Dankeschön. Was? So eine Blume habe ich ja noch nie gesehen. Wo hast du die denn her, Pia? Sie war da, wo der Kristall war. Der Kristall. Der schwarze Kristall, den du zerstört hast? Was für eine Blume gedeiht an einem Ort voller monstermachender Asche? Das ist meine Blume. Du kannst sie haben.
Vielen Dank, Pia. Wir werden wirklich gut auf sie Acht geben. Was auch immer die Blume bedeuten wird. Wake up, Father. Why are you sleeping? The Wizard King, your father. He slipped away most peacefully. Das ist was, was ich noch gar nicht wusste. But he's there. Why are you crying? No, I'm not crying. Your Highness, it is time for you to take your father's place. You mean I'll be Queen Pea? Yes, that is what is expected, Your Radiance. Really? I wonder if I'll be a good queen. And so, the preparations for the succession are all in place. Interessant. All matters of state have been entrusted to the Council of Twelve. Oh, nee. That's right. You don't have to worry your pretty little head about a thing. Look at her. Princess P hasn't the faintest idea what's going on. She is no longer a mere princess. Ah, you are quite right. Please accept my humblest apologies, Queen P. You look simply radiant, Princess P. But we had better start calling you by your true name, Queen Cassiopeia. But Father called me P. You're a big girl now, and after today's ceremony, you'll be known by your big grown-up name. But I... Your subjects are all toasting your health, Queen Cassiopeia. They're sure that you'll take after the Wizard King and lead our kingdom to a glorious future. But I'm P. Ja, eben, das ist so ein kleines Mädchen. Oh, das ist doch eigentlich zu viel für das kleine Mädchen. Königin Pia? Ja, ich bin Königin Pia. Du bist was? Verflixt noch eins. Pia, warst das wirklich du? Ja, Dummerchen, ich bin Königin Pia. Willst du uns erzählen, dass du die Verantwortung für ein ganzes Land trägst? Was machst du dann hier? Du kannst dein Königreich doch in Zeiten wie diesen nicht im Stich lassen. Das musst du gerade sagen, du hast dein ganzes Imperium im Stich gelassen. Autsch. Wie auch immer, wenn es stimmt, was wir eben gesehen haben, wo genau liegt der Königreich denn, Pia? Ja, wir haben auf Tengris Rücken die ganze Welt bereist, aber so einen Ort haben wir nie gesehen. Du hast ihn in deiner Welt getroffen, oder, Olli? Vielleicht befindet sich ihr Königreich ja dort. Das glaube ich nicht. Jedenfalls, die Blume, sie ist von dieser Welt. Das ist wahr. Was vermuten lässt, dass sie irgendwie mit unserer Welt verbunden ist? Mir ist langweilig. Klappe zu, Kleine. Die Erwachsenen unterhalten sich gerade. Ich hab dir doch gesagt, ich bin kein Kind. Wär fast drauf reingefallen. Also, du hast gesagt, die Blume ist von da, wo der schwarze Kristall war, richtig? Ja, sie war dort, wo der Kristall war. Und es gibt noch andere Orte, wo dieses Mana geschneit hat, richtig? Also... Also gibt es an diesen anderen Orten vielleicht noch mehr solche Kristalle und Blumen. Und diese Blumen liefern uns vielleicht weitere Hinweise auf Pias wahre Identität und den Standort ihres Königreichs. Genau, wir passen auch besser auf die Blume auf, die wir hier haben. Könnte wichtig sein. Ihr habt recht. Pia, hast du was dagegen, wenn wir deine Blume für dich aufbewahren? Du kannst sie behalten. So herzerwärmend das auch ist, aber sind da nicht noch tausende Aschemonster, die gerettet werden wollen? Oh, du hast recht. Wir müssen ihnen helfen. Die Blume der Jugend. Oh nein. Dann wahrscheinlich die Blume des... Keine Ahnung... des mittleren Alters und dann des hohen Alters, oder was? So, quatschen wir erstmal noch mit allen. Obwohl, speichern könnte ich eigentlich schon. Wie gesagt, 3 Wochen ist es schließlich her, dass wir das letzte Mal hier was gespielt haben. Problem ist halt, ich darf auch, glaube ich, nicht verreisen, ne? Also ich kann hier kein Portal oder sowas nehmen. Ach, doch, das geht jetzt, ne? Das war jetzt eine dumme Aktion vielleicht. Gucken wir uns aber mal gleich in Katzbuckel um, denn ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal Horatio treffen. Ah, guck mal, was haben wir denn hier? Sieht aus wie Fußabdrücke.
Was mache ich denn mit den Fußabdrücken? Gune bringt nichts. Ich gucke nur mal durch. Medium bringt nichts. Gut. Okay, ist nach draußen eigentlich, wenn man es so sieht, ne? Oh, was machst denn du hier? Ah, was soll ich nur tun? Wie konnte ich nur so unachtsam sein? Sie sehen nicht sehr fröhlich aus, stimmt das, was nicht? Das kann man wohl laut sagen. Meine geliebte Katzenmaske wurde gestohlen. Ihre Katzenmaske? Genau die. König Tom verleiht sie nur einem seinen verdienstvollsten Wachmännern. Oh je, und sie haben sie verloren? Ich habe sie nicht verloren, hast du nicht zugehört? Sie wurde mir gestohlen. Sieh nur, da sind die Fußabdrücke des Diebs. Yep, das sind sie. Moment mal, das sind keine menschlichen Fußabdrücke. Nein, das sind sie nicht. Der Dieb war eine äußerst verschlagene wilde Bestie. Okay, jetzt zufrieden. Oh, wenn die anderen Wachmänner jemals davon erfahren, werde ich mir das bis an mein Lebensende anhören müssen. Ja, das glaube ich auch. Bitte, ihr müsst mir helfen. Werdet die Bestie aufspüren und meine Katzen wieder besorgen? Na klar, machen wir das. Ihr werdet mir helfen? Oh, danke, vielen Dank. Ich darf meine Posten nicht verlassen, versteht ihr? Nun, keine Panik, Mann. Der legendären Detektiv Tröpfchen wird das Schmuckstück im Handumdrehen aufspüren. Macht einfach den Fußspuren. Ihr werdet den Dieb bald finden. Ihr müsst euch beeilen, bitte. Oh ja, das werden wir. Aber das heißt ja, wir können jetzt auch andere Sachen auf der Karte noch erforschen. Aber jetzt ist die Frage, kann ich eigentlich mit reisen? Ja, wie komme ich jetzt eigentlich wieder zurück? Ah, der eiserne Drache. Okay. Gibt es auch direkt ein Reiseportal? Ich gucke erstmal, was es für Aufträge gibt. Schau bei König Tom nach. Gucke, ob Horatio jetzt endlich mal erreichbar ist. Denn wenn ja, wir haben ja da auch noch ein Rätsel mit ihm eigentlich wahrscheinlich zu tun. Und dann sehen wir mal, was wir hier haben. Hm? Ah, die Katzenmaske und noch mehr Kreaturen. Jetzt, da er in Perdida ist, bittet dich Lorenz und drei... Achso, stimmt, ja, ja. Die drei Kreaturen, die müssen wir halt noch holen. Da müsste ich eigentlich mal hin. Da könnte ich nochmal fragen. Willkommen bei Auftrag Gespräch. Hier können wir durch die Hilfe suchen, blablabla. Monsterjagden gibt es nicht. Prämien einfordern und Belohnungen. Ja, mit nur einer Stempelkarte kommen wir aber nicht weit, ne? Das heißt, wir reisen vielleicht danach nochmal nach Perdida. Quatschen mit Lorenz, um herauszufinden nochmal, was zumindest der Feuerwichtel, der Lichtel weiterentwickelt werden soll. Zack, einmal austauschen bitte, danke. Weil ich hoffe nämlich, dass wir in der nächsten Folge beim Kampf gegen die Kulifen, würde ich mal fast davon ausgehen, dass das der nächste Kampf sein wird, vielleicht nicht die Hilfe unbedingt von Markasin brauchen, sondern von Sven. Wäre vielleicht jetzt auch mal sinnvoll gewesen. Aktuellen, ja. Haben wir denn hier was? Nein. Könnten natürlich auch nochmal zu Hora, also nehmen nicht nur Horazi, sondern auch König Tom gehen. Macht wahrscheinlich auch nochmal Sinn. Und hepp. So, mein Freund Blase. Hm? Da ist er, endlich ist er da. Meine Güte, das hat ja gedauert. So, Horatio. Wo haben wir denn das Medium? Meine Güte. Oh, Olli, da bist du ja endlich. Ich habe eine halbe Ewigkeit auf dich gewartet. Echt jetzt, willst du mich verarschen? Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet, mein Freund. Hm? Naja, was soll's. Hallo Horatio, hey, das ist... Hier haben wir ihn das erste Mal getroffen, scheint ewig her zu sein. Warte, er hat nicht gesagt, er würde an den Ort unserer ersten Begegnung zurückkehren, wenn er sich an was erinnert. Was? Er würde an den Ort unserer ersten Begegnung zurückkehren, wenn er sich... Ah, stimmt, hat er nicht gesagt, so rum. Horatio, heißt das, dass all deine Erinnerungen... Nicht wirklich, aber etwas ist mir wieder eingefallen. Was? Komm schon, spuck's aus, Jüngchen. Haha, nur Geduld. Drei Käse hoch. Olli, ich wette, du willst noch ein Rätsel lösen, bevor ich es dir sage, oder nicht? Hm. Naja, schon. Siehst du das Monument dort? Du wirst einige Nazca-Runen darauf finden. Oh nein. Sie sind ein Hinweis darauf, etwas, das im magischen Begleiter geschrieben steht. Findest du heraus, worum es geht? Oh nee, wo, warte mal, hier? Oder wie?
Oh nee, jetzt geht das wieder los. Oh, hab ich denn... Oh, gucke mal gerade auf meine Zettel, ob ich das irgendwo mal aufgeschrieben habe, das Zeug. Nazca Schriftzeichenliste anzeigen. Gut, nee, habe ich leider nicht, also müssen wir es nochmal so entziffern. Also, wir haben... So was Rundes, was Rundes, was Rundes, was Rundes. Oben und dann so ein... Da, MM. Ach, das wird wahrscheinlich wieder verkehrt rum sein, ne? Genau. Oh. Aber jetzt... So. Also. Nochmal. Ich schreibe mir das nochmal. M. Dann haben wir ein I. I. Dann haben wir NN. Wird wahrscheinlich dann halt NIM sein. Dann ein R. Ein R. Nach dem R haben wir ein E. Dann haben wir, warte mal, das war ein R, ein E, dann haben wir dieses L6, das ist ein B. E, B, 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 dann haben wir ein U. Dann sind hier mit einem A dran. Dann haben wir nach dem A von Z, okay. Dann haben wir nach dem Z haben wir I. Nach dem I wieder ein E. Ein Buchstaben, den wir danach noch nicht hatten, das ist ein W. Dann hatten wir noch mal ein Z. Dann haben wir ein N. Dann haben wir ein O. Und dann haben wir da schon mal ein V. Von zwei Zaubern nimm. Geht's die nächste Zeile weiter. Dann haben wir hier ein H. Ein C. Nazca Ruine, so ist ein I. Dann haben wir so ein Dingens. Mit einer 6 dran, das ist ein R. Dann haben wir... Oh Gott, jetzt muss ich gucken, dass ich mich nicht verrutsche hier. Das ist ein T. Warte mal, H. C, I. R, T. So, dann haben wir dieses Doppel-S. Das ist auch ein S. Irgendwas mit einem Strich anscheinend könnte das sein. Könnte das dann heißen? Dann ein N. Glaube ich, müsste das sein, ne? Genau, nach dem N hat man ein I, E. Dann haben wir wieder ein Z. Dann haben wir ein R. Dann haben wir tut mir leid, Freunde, das dauert halt ein bisschen, das zu entziffern. On the fly ist wo ist denn jetzt dieses komische L? Achso, das ist ein A. Dann kommt ein W. Dann kommt ein H.
Dann haben wir ein C. Ein S. Dann haben wir nochmal ein N. Und dann sind wir hier mit einem D. Von zwei Zaubern nimm den schwarzen Strich. Haben wir dann jetzt hier, geht's denn noch weiter? Oh ja, okay, es geht noch weiter. Den schwarzen Strich und dann haben wir noch mal Mann, das ist dann ein N. Dann haben wir ein E. Dann haben wir ein U. Dann ist das E. Ein N. Ein N. Ein E. Dann haben wir noch ein N. Okay. N, N, E, N. Dann haben wir ein I. Dann E, E. E. Dann haben wir das mit dem Dreieck. Das ist ein F und noch ein F. F. Ein A. Ah, dann haben wir wieder ein A. Dann hätten wir ganz am Ende ist ein S. Dann müsste das da wahrscheinlich ein C sein. Ja. So, schaffe einen neuen. Dann haben wir hier ein H in der zweiten Reihe. Dann ist das wieder ein C. Dann ist das ein I. Dann haben wir diese komische 6, das ist ein D. Dich. Dann ein E. Nach dem 2, 3, 4, 5. Andersrum. Andersrum, das ist ein L. So, nach dem L. Dann haben wir noch ein L. Unten. So, dann haben wir ein E. So, nach dem E haben wir diese komische 6 irgendwas verkehrt. Warum was? Das ist ein U. Ein U, U, U. Dann haben wir dieses komische tolle Dreieck. Dreieck, 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 Dreieck. Wo ist es denn? Ich hab's doch vorhin mal gesehen. Da, das ist ein F. Dann diese 6 mit einem Dreieck daneben. Also mit einem offenen Dreieck daneben. Das ist ein R. Dann haben wir wieder ein E. Ach, gar nicht so einfach, der ganze Mist, war. Das ist ja, dann haben wir ein T. Nach dem T haben wir ein H. Dann haben wir ein C. A. Und das ist der letzte Buchstabe in der untersten Reihe, das ist ein M. Schaffe einen neuen. Macht. Erfülle dich. Fülle dich. Warte mal. Schwarzer Strich. Macht. Erfülle dich. Das heißt, wir brauchen. Gucken wir mal. Hier irgendwie.
Macht keinen Sinn. Er will aber einen Zauber, ne? Also, von zwei Zaubern nimm den schwarzen Strich, schaffe einen neuen Macht, erfülle dich. Die neuen Macht, erfülle dich. Von zwei Zaubern. Dein Armstand macht keinen Sinn. Also es muss ja irgendwie Quelle, nee, Lichtfall, Wolken, Glücksloch, doch vielleicht. Yes. Wieso schwarzer Strich? Verstehe ich nicht. Könntest du die Nazca-Runen entziffern, Olli? Sie sind ein Hinweis auf etwas, das im magischen Begleiter geschrieben steht. Findest du heraus, worum es geht? Im magischen Begleiter. So, das halt. Das heißt, wir gucken nochmal im magischen Begleiter nach. Warte mal. Das ist nicht der schwarze Strich? Ah, okay. Also wir müssen jetzt die Zauber gucken. Das heißt, wir brauchen ein Dingens mit einem schwarzen Strich. Da sehe ich schon mal eins. Nicht nur eins, ne? Nee, zwei gibt's. Nämlich hier links, da unten. Schweben. Was hätten wir hier unten? Leib des Lebens. Okay, gäbe es denn noch was? Und hier eigentlich? Ist halt jetzt, ne? Bisschen schwierig. Also ich versuch's mal mit Schweben. Und im Anschluss mit Leib des Lebens. Aber das, sowas Langes machen die doch nicht. Also ich versuch's das mal mit Schweben. Also schwarzer Strich. Nee. Von zwei Zaubern nimm den schwarzen Strich. Schaffe einen neuen. Macht erfülle dich. Das, diese zweite Sache, die ist irgendwie ein bisschen, warte mal, steht denn hier bei denen zum Beispiel? Ist, dass es öfter nicht nutzbar gemacht werden könnte, dieser Zauber möglich ist, die Macht dieser Bestien zu entfesseln gegen ein ungewöhnliches. Ich kann nicht jeder Zauber solche Kreatur beschwören, du musst dich zuerst würdig erweisen, weil ich habe mal nebenbei nochmal online geguckt. Also es soll angeblich entfesseln sein. Ist aber trotzdem. Macht halt, dieser Zauber befreit die Zauberer von den Zwängen der Schwächeren und glaubt, dass sie ihm schweben. Also ich versuch's mit Schweben, ganz ehrlich. So, Horatio. Sein. Ist es nicht. Ja, es ist was, was ich erlernt habe. Okay. So, jetzt gucke ich mal, ob es wirklich entfesseln ist. Also. Aber wenn es entfesseln ist, macht es erstmal so für mich keinen Sinn. Dann soll er mir mal erklären, warum es das wäre. Das ist korrekt, gut gemacht, Olli. Ich bin schwer beeindruckt. Du musstest nur zwei ganz einfache Zauber miteinander kombinieren. Vertrautenrufen und Portal, um einen ganz tollen neuen Zauber zu erschaffen. Okay. Man muss also... Ach so ist das gemeint. Dies soll dir als Erinnerung dienen, dass du, egal wie weit du vorankommst, niemals die Grundlagen vergessen solltest. Und weil du das Rätsel gelöst hast, bist du nun bereit dazu, einen noch super tolleren Zauber zu lernen. Gewitter. Danke, Horatio.
Fein, Schluss jetzt mit der verkopften Rede. Woran erinnerst du dich? Ich habe mich an die Asche erinnert. Asche? Du meinst? Du weißt also von der weißen Asche, die hier geschneit hat, oder? Diese Asche, das Mana, verwandelte alle Leute in schreckliche Monster. Und als ich das sah, habe ich mich wieder daran erinnert. So bin auch ich gestorben. Oh, Mann, oh Mann. Na sowas. Vor langer, langer Zeit fiel dieselbe Asche schon einmal vom Himmel. Sie tötete uns alle. Aber das ist alles, woran ich mich erinnere. Horatio. Ich habe gehört, dass der große Stein hier ein Monument für den Zeitlosen war. Daher dachte ich, es würde mein Gedächtnis auf die Sprünge helfen, wenn ich hierher käme. Aber ich glaube nicht, dass ich hier gestorben bin. Ich muss mich noch an etwas anderes erinnern, etwas Wichtigeres. Ich werde meine Reise fortsetzen. Ich muss den Ort finden, an dem ich starb. Okay. Wenn ich es schaffe, ihn zu finden, kann ich mich vielleicht wieder an alles erinnern. Ich muss es versuchen. Bis bald. Oh ja, bis bald. Das ist auch ein guter Schlusspunkt für uns, Freunde. Denn wir werden jetzt für heute Schluss machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und ihr könnt ja mal sagen, ob ihr drauf gekommen seid. Denn ganz ehrlich, wir mussten zwei Zauber miteinander verbinden. Und zwar Entfesseln und Portal. So, Portal und Vertrauten rufen. Ne? Das ist ja also die beiden. Achso, und man sollte immer nur den schwarzen Strich nehmen. Okay, und das ist halt genau das, was in der Mitte ist. Und aus diesen zwei Sachen ist dann ein Zauber geworden, den wir so noch nicht hatten. Okay, ja, also den wir schon kannten, aber wie auch immer. So, ich bedanke mich daher recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet wieder ein und sage nur noch ciao, ciao.